Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu Stonehearth. Ja, liebe Leute, endlich ist es wieder soweit. Ich spiele heute mal wieder Stonehearth. Ich freue mich schon so lange auf diese Spiele. Ich konnte in der Zeit aber leider nicht so viel spielen. Und ja, auch Stonehearth blieb leider aus. Ich habe aber vor wenigen Tagen, je nachdem wann ich halt diese Folge hochlade, wahrscheinlich schon Wochen oder so, aber habe ich die letzte Folge hochgeladen, die zweite Folge. Und ja, das hier ist die dritte Folge. An dieser Stelle herzlich willkommen zurück zu The Kingdom of Legendstone. Und damit würde ich sagen, beginnen wir wieder. Vorab, verzeiht mir, ich bin leider immer noch ein wenig angeschlagen. Wobei, was heißt immer noch? In der letzten Folge ging es mir, glaube ich, so ganz gut. Ist auch schon länger her. Jetzt aber seit ein paar Tagen bin ich ein bisschen angeschlagen. Ja, und ich hoffe, unsere Dorfbewohner sind nicht genauso angeschlagen wie wir. Die sind aber ganz schön hungrig. Ja. Die haben, ja, Hunger. Die wollen Happy Happy machen. Oder Happy Happy haben. Und der eine, der frisst hier die kompletten Felder weg, so wie es aussieht. Und ja, der arme Bauer, der muss hier sich um alles alleine kümmern. Tja, die sind alle hungrig. Die haben nichts zu essen. Und ja, wir sind irgendwie ein bisschen in Hungersnot, würde ich sagen. Da habe ich ein bisschen den Anschluss verpasst, direkt am Anfang mich um die Felder zu kümmern. Aber ich habe es ja direkt zu Beginn gesagt, es ist ein Spiel, das ist, möchte ich wahrscheinlich ein bisschen längeres Projekt machen, weil es einfach so niedlich ist und ja, gemeinsam mit euch dann entdecken. Das heißt, ich werde vieles wahrscheinlich falsch machen, ich werde vieles nicht so wirklich hundertprozentig wissen. Ich werde lernen und ja, jetzt weiß ich eine Sache, am Anfang sollte man sich vielleicht eher schon um die Nahrung kümmern. Und ja, wir bräuchten eigentlich auch noch einen Farmer, aber ich glaube, das geht erstmal nicht. Wir müssen hoffen, dass irgendwelche anderen Dorfbewohner sich unserem Dorf anschließen wollen. Ja, denn aktuell glaube ich, wir haben hier noch irgendwas frei. Das ist Woodensword. Aber wir haben hier keine Hacke. Das heißt, wir können keinen Farmer ausbilden, Dorfbewohner zum Farmer ausbilden. Tja, wir haben hier einen Carpenter. Den Carpenter, der hier schön alles sich hier um die ganzen Sachen kümmert, aber ach ja, stimmt, das Haus ist ja auch fertig. Das stimmt, das war in der letzten Folge, ist das ja fertig geworden. Ja, sehr schön, mit vier Betten. Mal gucken, ob die auch wirklich darin schlafen. Ich weiß es nicht. Bin echt mal gespannt. Sieht so auf jeden Fall, naja, nicht wirklich so ganz toll aus, denn Fenster hat es irgendwie keine. Also nur Löcher, aber keine richtigen Fenster. Das nächste Haus werden wir selbstständig bauen, also keine Vorlage wählen. Wir werden uns irgendwie was selbst irgendwie hinklatschen. So, und die lieben Leute, die sind jetzt hier schön vorm Lagerfeuer und ja, warten, bis das Essen fertig ist anscheinend. Kann man irgendwie sehen? Irgendwie ging das nicht. Change Jobs? Nee. Geht das vielleicht? Moment, ich muss, glaube ich, niesen. Nein, geht doch noch. Wow, geht das? Farmer, nee, geht nicht. Was? Farmer's Hoe crafted by the Carpenter? Wir brauchen einen Carpenter. Wo kriegen, wie werden wir jetzt zum Carpenter? Warte mal. Wir haben einen Carpenter, oder? Weil er die Workbench ist. Das heißt, wir müssen dann haben. Boah, schon wieder so viele Wochen her. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, doch. Wir können es machen. Wir können uns jetzt hier so eine. Ah, wir können uns eine Farmer Hoe bauen. Jawohl. Ich würde sagen, erstmal einer reicht. Craft. Sehr schön. Ich habe es geschafft. Ich. Ja, das meinte ich mit selbstständig lernen, ja. Der Prozess bis dahin ist wahrscheinlich immer ein bisschen schwierig und langwierig, ja. Aber irgendwie kriege ich es dann doch hin. Und ja, wenn ich mal was auf Anhieb nicht hinbekomme, bin natürlich auch immer über Tipps sehr dankbar von euch. Wenn ihr das besser wisst, manchmal sieht man das vor dem eigenen Auge nicht. Man hat es auch gerade wieder gesehen, ja. Hör, wo ist der Carpenter? Wie werde ich zum Carpenter? Ja, da vorne ist die Carpenter Workbench, aber naja, Legend. Okay. So,
Und während der hier so schön das Zeug da craftet für uns, bin ich mal ganz kurz hier weg und gehe mal ein bisschen meine Nase putzen. Okay, Legend, too much, too much. Jetzt habe ich natürlich meine Taschentücher irgendwo hin verfrachtet und weiß nicht mehr, wo ich sie hingelegt habe. Naja, Moment. So, da bin ich wieder. Naja, so halb. So, eben noch kurz die Nase geputzt. Und ja, jetzt bin ich wieder da. In aller Frische. Und in aller Frische werden wir jetzt hier, der sieht doch schön aus. Der könnte auch, wir nehmen irgendeinen anderen. Nehmen wir, der sieht aus wie so ein Jäger. Nee, der sieht aus wie ein Jäger. Dann nehmen wir mal den hier. Und den, sagen wir mal, der wird zum Farmer. Klick. To approve. Jawohl, und jetzt haben wir einen Farmer. Wir können ihn dabei schön zusehen. Die Hacke. Babam. Ach, sieht der herrlich aus. Jawohl, ran an die Arbeit. Kümmer dich ums Feld. Denn, liebe Leute, wir brauchen Essen. Wir brauchen Nahrung. Und wenn wir das im Griff bekommen haben, Daily Update, dann... Ja, okay. Moral? Sehr schön. Okay, wir haben aber noch nicht alles geschafft. Das ist aber nicht weiterhin schlimm. Das kriegen wir auch bald hin. Okay, jetzt hat der andere natürlich irgendwie nichts zu tun. Vielleicht sollten wir ein paar mehr Felder anbauen. Wobei... Sollten wir schon weitere Felder anbauen? Ich kann es so schlecht einschätzen, ob das schon extrem viel ist oder zu wenig. Ich weiß es echt nicht. Und irgendwie haben die gar nicht geschlafen diese Nacht, oder? Kann das sein, oder? Jo. Gut, dann bauen wir tatsächlich mal weitere Felder an. Wenn ich nochmal wüsste, wie das ging. Bild. Ja, es geht tatsächlich. Eine Farm, dann bauen wir noch eine Farm. Ich glaube, das war 8x10. Wenn mich nicht alles... Enttäuscht. 5x10 kann das sein. Glaube ich, oder? Können wir das... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, glaube ich. Das ist tatsächlich gewesen. Ich kann nicht zählen, aber naja. So. Dann bauen wir doch mal tatsächlich so ein doppeltes Feld an. Also das heißt... Ja, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir haben dann 10 Felder. Cool. Gut, aber die sind auch relativ klein. Wir können irgendwann in Zukunft mal so ein Riesenfeld anbauen. Darauf freue ich mich jetzt schon. Also so richtig fettes, langes Feld zu bauen, das wird bestimmt sehr spaßig. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, was wir darauf bauen. Ach, das ist ja cool. Wir können auch neue Bäume anpflanzen. Ah, ja. Okay, tja, but no, fast growing. Okay, wir nehmen erstmal hier wieder diesen klassischen Turnip. Hallo? Choose a crop. Habe ich nicht gesagt. Bin ich jetzt vollkommen bekloppt oder macht er das nicht? Hä? Hat er hier schon was hingepflanzt oder nicht? Turnip, doch. Hä? Und hier auch Turnip oder was? Also entweder war das gerade ein Bug, das kann ja auch mal tatsächlich vorkommen, da haben wir schon mal einen Bug gefunden. Oder ich war irgendwie zu blöd, es zu bedienen. Bin schon ein bisschen draußen, aber hier ist diese schöne Sonnenuhr, die sagt... Ups, nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Die sagt, schöner Sonnenschein oder was? Ja, helligster Tag und, ja, wir haben tatsächlich schon alles abgeholzt. Also wir müssen uns wahrscheinlich in Zukunft auch darum kümmern, dass wir irgendwie das hier ein bisschen... wieder aufforsten das Ganze, weil wir wahrscheinlich dann bald so ziemlich hier alles abgeholzt haben.
Und Bäume brauchen wahrscheinlich ziemlich lange. Also da müssen wir ein bisschen nachhaltig denken. Wir müssen uns ein bisschen, ja, ein bisschen gucken, dass wir irgendwie hier was machen können. Harvest. So, du gehst auch noch mit. Und die drei Dinger hier auch. Ja gut, von mir aus die Pflanzen und die Blumen auch noch. Keine Ahnung, ob das wirklich was bringt. Vielleicht kann man die essen. Nein, kann man nicht. Aber ich weiß nicht. Vielleicht kann man. Wobei, vielleicht könnte man die irgendwie züchten und damit kann man irgendwas machen. Ich weiß es nicht. Ach nee, guck mal hier. Can be spun into thread. Also irgend so ein Faden, glaube ich. Ja, jetzt müssen wir gucken, warum das Ganze hier, warum wir das nicht anpflanzen konnten. Bin ich bekloppt, oder? Click and track. Was? Will ich doch gar nicht haben. Ich will doch, wie kann ich denn hier? Ich verstehe das nicht. Wieso kann ich denn hier die Dinger nicht machen? Jetzt haben wir hier drei leerstehende Felder oder was? Ah, Mann. Build and Design. Crafter, Fight. Ja gut, das will ich jetzt nicht machen. Ich wollte eigentlich hier. Bauen wir halt noch ein Feld. Vielleicht kann man es danach wieder auswählen. Nein. Ich sag jetzt nicht, der baut jetzt da. Nee, ey, das kann jetzt sein. Ist doch echt bekloppt. Ich mache das jetzt, ey, ich bin so doof, ne? 7, 8, 9. Zack. So, jetzt habe ich zwar viel mehr Felder, als ich eigentlich ursprünglich machen wollte. Ach, wir müssen nach jedem Feld sagen, was da drauf soll. Aber wir müssen es irgendwie auch wechseln können. Das kann es ja nicht sein. Sagen wir mal hier Karotten. Also irgendwie ist es verbuggt. Ich will nichts, echt nichts sagen, aber das ist echt verbuggt. Hier, jetzt haben wir hier eine Karotte hingepflanzt oder was? Also echt. Das kann es echt nicht sein. Also entweder bin ich vollkommen bekloppt oder ich muss noch mal in meine letzte Folge reingucken, wo wir es hinbekommen haben. Irgendwas stimmt da nicht. Also irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Was ja auch nicht stimmt, ist, dass wir das hier immer noch. Doch! Oh, wie süß! Es schlafen Leute. Und die sind absolut hungrig, verdammt nochmal. Wir brauchen unbedingt mehr Essen. Jetzt macht. Geht an die Arbeit. Das regt mich gerade auf. Warum? Dass ich das nicht weiß, wie man das. Ah. Wieso kriege ich das nicht hin? Die haben alle Hunger und die verpissen sich jetzt irgendwie. Was machen die da? Ach, okay. Jeder hilft, jeder schleppt hier sich halb zu Tode und wir lassen die hier zu Hunger, zum Tode verhungern. Also irgendwie. Das ist jetzt nicht wirklich toll, aber ich weiß nicht, was wir dagegen machen können. Also doch schon Felder anpflanzen, aber ich check nicht, wieso wir das nicht hinbekommen. Können wir hier sa. Wieso geht das jetzt bitte? Okay, ich sag gar nichts mehr dazu. So, hier machen wir mal Korn. Wet. Ich mach's jetzt nicht einheitlich, also nicht rummeckern. Das ist absichtlich so von mir jetzt so gemacht, weil. So, hier können wir mal was anderes. Silkweed. Können wir hier so Fasern nehmen, Faden? Can be used. Healing. Ich weiß nicht, was das bringt. Wir werden mal ein Feld davon machen. Ist wahrscheinlich absolut voll die Platzverschwendung, aber ich werde es testweise echt mal machen. Healing Herb. Das heißt, irgendwie können wir uns damit heilen. Wahrscheinlich von Krankheiten oder so. Vielleicht werden wir von Krankheiten noch irgendwann befallen. Weil, ja, nicht nur ich kann mal eine Erkältung haben, vielleicht sind auch unsere süßen Dorfbewohner mal von einer Erkältung geplagt. Und die heißt es natürlich dann loszuwerden, damit wir schön fleißig weiterbauen können. Oder einfach nur hier am Lagerfeuer ein bisschen relaxen können.
Ja, aber ihr seht, Bäume haben wir nicht mehr wirklich viele, zumindest hier erstmal in naher Umgebung nicht. Deswegen würde ich es vorschlagen, wir bauen hier mal ein riesiges, komplettes Feld nur mit Bäumen. Ich weiß nicht. Ach, wir können nur 11x11. Gut, dann nehmen wir halt 11x11 und sagen hier Oak Tree Sapling. A Goblin! Oh nein! Hilfe! Wo? Mama? Hallo? Kann man den... Okay, egal. Fight. Wo ist denn dieser Goblin? Kann ich das irgendwo sehen? Ach da, ein Goblin. Nein, der klaut uns. Haut und la la la. Nein, das ist nicht la la la. Nein! Hilfe! Wehe, du klaust uns wertvolles Essen. Es sind ja zwei. Hilfe, die werden immer stärker. Mach doch was. Los. Ran, ihr Blödköpfe. Geht das nicht schneller? Oh, jetzt hat er Angst. Der geht mit zwei Baumstämmen davon. Okay, komm, dann lass es halt. Hä? Hilfe. Hä? Gut, dann lass die halt abhauen hier. Also echt, dieses Spiel ist komisch. Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Entweder ist es... Was? Nein, du darfst nicht sterben. Was machen die denn jetzt? Was? Wie, der ist gestorben? Was soll der Scheiß? Was soll das? Was war das denn eben? Ich habe da drauf gedrückt, die haben nichts gemacht. Egal, ob ich da drauf gedrückt habe oder nicht. Die sind, haben sich nicht wirklich vom Fleck bewegt, ja? Da haben sie Angst bekommen. Na, ist der eine hier mir verreckt, ja. Gratulation, echt. Oh. Jetzt haben wir hier einen Grabstein davor. Scheiße, war das unser Farmer? Nein. Nein, 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 nein. Das war... Ernsthaft, unser Farmer. Und die haben... Diese scheiß Goblins kommen ja schon wieder. Was machen die denn? Die hauen ab, die haben Angst. Oder heißt es Town Alert Mode, dass die... Konnte ich dir nicht mal sagen, die können angreifen oder so? Die beklauen uns ja hier vollkommen. Was soll das denn? Die gucken einfach nur zu. Also ich verstehe das nicht. Wir brauchen mal irgendein... Sword. Ja, bitte, dann mach das auch mal. Komm. Nee. Irgendjemanden brauchen wir doch. Worker. Bitteschön. So. Komm. Los, wir brauchen Militär. Wir brauchen irgendwie irgendjemanden, der diese Scheißdinger da bekommt. Bekriegt hier, los! Schneller! Auf! Ja! Ja, da pennt er erstmal hier. Gratulation! Hä? Oh, das will ich doch gar nicht. Ich will einfach nur, dass er... Ja, haben wir natürlich auch nicht geschafft. Ja, ist okay. So, erstmal mit diesem Town Alert Mode weg. Mit dem mal ein bisschen weiterarbeiten. Und wir werden hier einfach beklaut von diesen Deppen, die hier direkt nebendran sich hier in der Hütte erbauen. Mit unserem Zeug.
Also echt. Mann, jetzt haben wir noch einen Farmer verloren, so wie es ausschaut. Wir haben tatsächlich den Farmer verloren. Scheiße, den wir noch gerade eben angeheuert haben, müssen wir unbedingt und sterben unsere Dorfbewohner weg. Oh Mann, Leute, ich hoffe, das kriegen wir in der nächsten Folge wieder hin. Die Folge war ja ein bisschen chaotisch, sorry dafür, aber irgendwie hat ja nichts geklappt. Das ist gut, das hier war jetzt irgendwie meine Dummheit und vielleicht noch ein bisschen Bug, weil irgendwie, ich habe das angeklickt und ich habe gesehen, da ist nichts passiert. Ja, und das hier war irgendwie komisch, also ich weiß nicht. Ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, oder in der vorletzten Folge, da wurden wir auch schon mal angegriffen. Und da habe ich drauf geklickt und dann haben die den kaputt gehauen. Und jetzt hatten sie irgendwie Angst und haben sich hier nur zum Lagerfeuer verpisst. Und ja, ich weiß echt nicht, was wir hier machen müssen. Wir haben jetzt einen Schwertmann. Ja, ich hoffe, wir kriegen das ein bisschen damit unter Kontrolle. Ich werde wahrscheinlich in der nächsten Folge noch einen anhauen. Anlernen, damit wir das irgendwie ein bisschen unter Kontrolle haben. Weil wir dürfen natürlich keinen einzigen weiteren verlieren. Ja, das war natürlich heute ein großer Verlust hier für Legendstone. Ja, wir trauen um den lieben... Nö, ich habe den Namen vergessen. Lane Wester has died. Okay, ich hoffe, in der nächsten Folge geht es dann ein bisschen besser zur Sache. Und ja, ich hoffe, wir werden hier nicht von diesen ekelhaften Typen angegriffen weiterhin. Ja, bleibt gespannt. Ich bin es auch und ich hoffe, in der nächsten Folge wird alles besser. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.